Alter, was geht ab, Leute? Und hier? Wir hatten Doppelrate gemacht. Lati hast einen gefangen, einen nicht gefangen. Auf jeden Fall, jetzt erstmal, bevor ich nach Pasing fahre, ein bisschen Staub farme. Sandama auf Max. So. Oi, da. Ich habe noch einen 10er bekommen. Jetzt habe ich 8. Fürs Event, Earth Day, gibt es ja dreifach Staub für Boden, Wasser und Pflanzen-Pokémon. Dementsprechend wollte ich ein Boden-, Pflanzen- und Wasser-Pokémon auf Max pushen. Und dann zufällig hat sich ergeben, eins aus Gen 1, Gen 2, Gen 3. Fangen wir heute an mit Boden Gen 1, das ist Sandama. Den habe ich sogar an meinem Geburtstag gefangen. 22, ich erinnere mich noch. Relativ low, was ein bisschen leid ist, aber dreifach Staub-Event mit Sternstück 4,5. Das holen wir uns wieder rein. Erstmal entwickeln, dann zeige ich euch die IV. Sandama, eigentlich ein cooles Pokémon. Ich glaube, Lieblings-Pokémon von Trainertipps. Schaut da an Trainertipps. Was geht ab, Mann? So. Aber an sich kann der gar nichts. Bester Satz: KP, Angriff, Defense 15. So. Viele Pokémon. Egal. Wir können ihm erstmal ein TM geben. Wie heißt der Typ? Irgendwas mit Sand. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich gebe ihm einfach 2 Bodenattacken. Wird schon passen. So, los geht's. Bisschen pushen. Leider mehr als nur ein bisschen. Aber was soll man machen? Map ist tot. Darüber kommt eh noch ein Video. Sehr unwahrscheinlich. Oder sehr wenig Hoffnung, dass sie zurückkommen. Dementsprechend mein einziger 100er. Hätte man das gewusst, natürlich hätte man dann bessere Level holen können oder sollen. Also ich habe da viele, die habe ich zwar als 100, aber die sind echt sehr, sehr low vom Level her, von den WP. Und da kam auf jeden Fall viel höhere schon. Zum Beispiel Pipi, Level 35, kam da zweimal oder so. Und ich habe da nur ein Level 1er, glaube ich. Aber naja, besser so als gar keinen. Da gibt es auch ein paar Kandidaten, vor allem von Gen 3. Da dachte ich mir, oder viele dachten sich, ja, im Sommer kommen die schon, muss man sich jetzt nicht hetzen. Wie so Kamaup oder so, Tuska oder sowas. Da dachte man halt, wenn Sonne scheint, wenn das Wetter stimmt im Sommer, dann werden so viele kommen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt die jagen im Winter. Aber egal, Map-Video, wie gesagt, kommt demnächst. Jetzt erstmal zurück zu Sandama. Und im Event, echt super. Das Krasse ist, also die wissen, Doppelstaub. Es war ja vor nicht allzu langer Zeit Doppelstaub-Event. Das hat nicht so viele Leute gereizt, nicht so viele Leute rausgelockt. Die müssen jetzt sogar auf Dreifachstaub umwechseln, um die Leute zu begeistern. Aber Dreifachstaub auf jeden Fall richtig krass. Hab jetzt, wie ihr seht, wieder über 7 Mille, auch wenn die jetzt direkt wieder weggehen. Aber heute und morgen auf jeden Fall versuchen, das noch auszunutzen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Habt ihr schon gut ausgenutzt? Und was haltet ihr von Sandama? Eigentlich an sich sieht cool aus, aber für Boden haben wir Groudon. Also Sandama kein Vergleich zu Groudon. Ich denke mal, dass der nicht mal über die 2000 kommt. Oder? Wir werden es sehen. Dauert auf jeden Fall noch sehr lange. Leider. Ab jetzt werde ich, glaube ich, ein bisschen vorspulen, weil ich habe genug gelabert. Mehr fällt mir nicht mehr ein. So, ab jetzt Musik lauter und vorspulen. Also die 2000 knackt er, weil der hintere Teil, die Leiste geht viel langsamer und weniger voran als vorne. Also wir haben ja die Hälfte sehr schnell überschritten,
Dann dachte ich, den Rest überschreiten wir genauso schnell. Aber ab hier bewegt es sich halt sehr, sehr wenig nur noch. Ihr seht, wir sind beinahe am Ende, also letztes Viertel. Und wir sind erst bei 4 Bonbons. Das Maximale an Bonbons, was man ausgeben kann für einen Push, ist 15. Also könnt ihr schon sehen, wie lange das noch dauern wird. Bis zu den 15. So, gleich haben wir es. Ich glaube, der letzte 12er Push. Jetzt kommen die 2 15er. Und GPS Drift, ja. Yeah. Bam. Und noch einer. Über 2-3. Gar nicht so schlecht. Bam. 100% Sandam auf Max. Okay. Wir haben fast 300.000 Staub verbraucht für den, weil der war echt leider ziemlich low. Aber die holen wir wie gesagt gleich wieder rein. Das war's von mir. 100% Sandama auf Max für den Earth Day. Ansonsten, wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Dreifach Staub, super saftig. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Vsub. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.